ein Projekt. Da ist er. Und wir starten. Herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch. Danke. Vielen Dank. Können wir ganz kurz, und dann verlasse ich die Bühne, einmal mit dem Titel der Masterarbeit starten. Wie lautet sie? Oh. Kannst du sie noch auswendig? Kann ich leider nichts mehr. Das Ganze war schon Ach so, okay. Also, Oktober okay. Ich 21 lese mal ab. Hat das Ganze stattgefunden. Okay, ich lese ab. Das kann man sich auch kaum merken ohne ChatGPT. Energetische Synchronisierung von Beschleunigungs- und Abbremsvorgängen im DC-Verbundnetz spannender Werkzeugmaschinen. Kannst du es kurz übersetzen? Genau, würde ich. Gut. Herr Lorgefeld hat, glaube ich, heute Morgen gemeint, ja, es geht irgendwo um Vernetzung. Mit Vernetzung wird es effizienter. Und genau ein ähnlicher Punkt, nur in die Industrie gebracht. Das heißt, Vernetzung von zwei Werkzeugmaschinen in einem gemeinsamen DC-Verbundnetz. Das Ganze habe ich mir angeschaut und dann wollte ich wissen, naja, wir hatten diesen DC-Schaltschrank bei uns in der Ether-Fabrik. Wir haben zwei Werkzeugmaschinen und die sind miteinander in einem gemeinsamen DC-Verbundnetz vernetzt. Und in den Voruntersuchungen ist mir aufgefallen, okay, ich habe meinen Lastgang einmal dargestellt und sehe, ganz hinten wird spannend, weil wir haben nur hinten irgendwo Peaks. Und da ist mir aufgefallen, okay, diese Peaks, die möchte ich vermeiden. Und damit bin ich zu dem Punkt gekommen, okay, die Peaks lassen sich in einem Verbundnetz auch vermeiden, weil wir sind wieder vernetzt und damit wird es effizienter und man kann es geschickter eintüten. Genau. Und wie haben wir das gemacht? Was sind überhaupt die Vorteile einer industriellen DC-Versorgung? Wir sind jetzt grafisch mal ganz grob dargestellt, einen Umrichter, bestehend aus einem Gleichrichter, einem DC-Zwischenkreis und einem Wechselrichter. Und man denkt wieder größer, man denkt größer, geht den nächsten Schritt und auf Werkzeug-Maschinen-Ebene wird es auch häufiger schon gemacht. Man packt verschiedene Antriebe mit rein. Und dann auch wieder der nächste Schritt, warum nicht noch größer denken und DC-Verbundnetze aufbauen. In dem Fall hatten wir zwei Werkzeugmaschinen, das eine ist ein Bearbeitungsprozess und an der EMAG-GT haben wir so einen Schleifprozess nachgestellt. Und jetzt ging es ja um die Fragestellung, okay, ich schaue mir den Prozess an und ich möchte ihn effizienter gestalten. Ich habe Lastspitzen in meinem Netz und genau die Lastspitzen wollte ich irgendwie vermeiden. Das Ganze sind zwei Serienmaschinen, das heißt, sie produzieren in Serie und fahren immer das gleiche Programm ab. Entsprechend konnte ich mir einfach die NC-Schritte, also die Bearbeitungsschritte meiner Werkzeugmaschine anschauen. Was macht meine Werkzeugmaschine wann? Und wie hoch ist eigentlich der Lastspin, die maximale Leistungsaufnahme, in welchem Schritt? Und das habe ich mir sowohl für die eine Werkzeugmaschine angeschaut, als auch dann für die zweite Werkzeugmaschine. Und das Ganze konnte ich dann übertragen in die Lastspitzenmatrix, also in der Matrizenform. Das sind einmal die Lastspitze der einen Werkzeugmaschine, Y-Achse die Lastspitzen der zweiten Werkzeugmaschine und sind einfach die kumulierten maximal möglichen Leistungsaufnahmen. Und da unten drin, da wird es wieder spannend in dem markierten Bereich, weil das ist der Bereich, den ich irgendwo vermeiden wollte. Möglichkeiten, das Ganze zu vermeiden, wir sind jetzt in regulären Betrieb, wir sind einmal eine Werkzeugmaschine oben, wir sind die EMAG-GT in der Mitte und wir würden in einem normalen Betrieb eine Lastspitze sehen. Möglich ist das Ganze ganz einfach. Durch eine sequentielle Verschiebung können wir den Lastgang einer Werkzeugmaschine immer dann verschieben, wenn es zu einer Spitze kommen würde. Und wir verschieben einfach um eine gewisse Wartezeit, um damit eine Reduzierung der gesamten Leistungsaufnahme des Verbundnetzes zu erreichen. In der Praxis durfte ich das Ganze dann auch umsetzen. Das war das Spannende, dass es wirklich in die Praxis rein, zwei Werkzeugmaschinen, man steht vor den Werkzeugmaschinen und dann ist erstmal die Frage, ja, wie mache ich das überhaupt? Letztlich hatte ich dafür ein Edge-Device im Netzwerk implementiert und es ist immer ein Skript im Hintergrund durchgelaufen und immer wenn einer von den vorher als lastintensiv identifizierten Schritte mit in den Prozess mit reinkommen ist, habe ich einen Haltebefehl gesetzt. Und die Ergebnisse, das heißt, was wirklich hinten bei rauskam, sehen wir hier einmal dargestellt. Wir sehen in grau den Lastgang der einen Werkzeugmaschine, sehen in grün den Lastgang der EMAG-Y, also der zweiten Werkzeugmaschine. Dann sehen wir irgendwo den markierten Bereich, in dem markierten Bereich ist alles in Ordnung. Die EMAG-GT hat eine Lastspitze, aber es passt, denn letztlich ist die EMAG-Y in einem normalen Betriebszyklus. Spannend wird es jetzt hier hinten in dem zweiten markierten Bereich. Wir haben auch hier wieder eine Lastspitze und sehen aber, okay, wir haben
letztlich den Betrieb um eine gewisse Zeit verzögert, um damit das Überlappen der Lastspitzen ausgleichen zu können. Und auf die Messreihe bezogen haben wir gesehen, okay, wir konnten die maximal mögliche Last einsparen bei einer Wartezeit von einer Sekunde. Das Ganze dann auch wieder simuliert auf Schichtebene und konnten dann auch sehen, bis zu 20% der maximalen Leistungsaufnahme konnten wir reduzieren, bei einer Wartezeit von 24 Sekunden auf 8 Stunden gerechnet. Also irgendwo auch noch handelbar, noch machbar. Und genau, das ist letztlich mein Fazit. Also was haben wir gemacht? Ein Messkonzept, NDC erstellt, die Energieströme identifiziert. Wir haben Methoden zur Lastspitzenreduktion erarbeitet, die anschließend auch irgendwo bewertet, was macht Sinn. Letztlich eine Einflussnahme via OPCOA geschaffen, die Lastspitzenreduktion im gemeinsamen Betrieb umgesetzt, das Ganze auf mehrere Anlagen simuliert. Und damit konnten wir irgendwo zeigen, ja, wir können Überdimensionierung auch in einem gemeinsamen DC-Netz vermeiden und dieses interdisziplinäre Denken auch da wieder in diese ETA-Fabrik als Prozessanlage irgendwo mit integrieren. Vielen Dank.